Leute, in diesem Video gehen wir heute mal gemeinsam ins YouTube-Studio. Let's go! Also, wir öffnen unseren Netzbrowser. So, dann gehen wir auf YouTube. So, dann gehen wir dann in YouTube auf Profilbild. So. Dann seht ihr die verschiedenen Menüs hier. Und wenn wir ins YouTube Studio gehen wollen, gehen wir auf YouTube Studio und klicken das an. So. Okay, dann gehen wir mal. Dann möchte ich mal euch in diesem Video zeigen, also in dass ich euch mal einfach zeigen, ich sehe einfach alles halt eben, wer so meine Videos anguckt und um meine Videos gezeigt wird und hat eben noch viele andere nette Details, die euch auch bestimmt interessieren. So, gehen wir mal in die YouTube Analytics. So, da kann man dem jedenfalls an dem eine Übersicht. Und total cool. Dann halt eben die Inhalte. Und ja, wie ihr seht, ich sehe alles. Wie lang ihr guckt und was ihr guckt und was man dann noch so an dem man das noch nettes sehen kann. So, schon echt praktisch. Also ich sehe alles. Okay, dann jo. Gehen wir mal in den erweiterten Modus, da kann man auch sogar noch viel mehr sehen. Total praktisch. Also die Wiedergabezeit sehen und Abonnenten und Impressionen, Klickrate und so weiter. Dann auch die Zugriffsquelle. Und so. Schon echt praktisch. Dann die Region. Deutschland, Österreich, Indien, Schweiz und so weiter. Städte. Schon echt cool und auch praktisch. Und hier das Geschlecht der Zuschauer, wo ich auch mal anmerken möchte. So, es dürfen auch gerne auch mehr Mädels auch gerne meine Videos gerne auch angucken. Mal ein bisschen die Mädelsquote mal erhöhen. Würde mich ja freuen. Genau, wie das sich ein bisschen ausgleicht. Genau. So, okay, war wieder. Dann das Datum kann ich sehen. Also, kann man alles so schön sehen. Und dann, was auch praktisch finde, ist ja, zwischen verschiedenen Arten von, wie man was gezeigt bekommen möchte, zwischen Liniendiagramm und Balkendiagramm. Also ich mag am liebsten ja, Balkendiagramm ist für mich am einfachsten zu sehen und auch zu erkennen.
Da möchte ich auch was dazu sagen. Was ich ja mir dem Auto wünschen würde, ist ja, dass auch, dass die Abonnenten auch, dass auch mehr Abonnenten sich meine Videos sich angucken. Weil bisher hat ja noch die Nutzer ohne Abo bisher noch irgendwie die meisten. Also, meine lieben Abonnenten, guckt gerne meine Videos. Genau. Damit auch da wir wieder mehr werden, damit ihr auch wieder hier aufholt. Genau. Wollte auch an dieser Stelle sagen. Ja. Hier seht ihr die Abo-Quelle. Videos, Playlists. Ja, Gerätetyp. Ja, also hier sehe ich halt eben, dass viele halt eben gerne am Handy gerne angucken. Ja, verstehe ich auch. Also ich gucke auch gerne YouTube gerne am Handy und am Computer. Und auch ab und zu am Tablet, aber. Am meisten Spaß, also macht es mir ja, ich gucke ja gerne an mein Smart TV gerne ja, denn YouTube. Das möchte ich auch mal von mir auch mal einfach mal euch gerne auch mal verraten. Da lässt es sich am bequemsten angucken. So als Tipp von mir am Rande. Also machen wir. Echt alles nachgucken. Schon echt cool. Und doch praktisch. So. So. Ich mache im YouTube-Studio mal eben was anderes. Für die, die vielleicht für die interessant hat, eben die vielleicht mal selber vielleicht mit YouTube anfangen möchten und ihren YouTube-Kanal anpassen möchten. Ja, also hier kommt die, wenn ihr dann, ja, so einen YouTube-Kanal eröffnen wollt. Müsst einfach einen Kanaltrailer erstellen, also wo ihr dem so sagt, was ihr machen werdet oder was ihr vorhabt. Und ja, dann kommt. Und okay, das hervorragende Video für wiederkehrende, und okay, das ergibt sich im Laufe der Zeit. Manche Sachen könnt ihr erst nach und nach erst in die verschiedenen Felder eintragen. Genau. Hier eben das Branding, also sprich, hier ist, kann man sein Profilbild machen, die kann man ändern oder entfernen, also echt genial. Nur was ihr beim Profilbild beachten müsst, das darf nur 98x98 Pixel groß und 4 Megabyte groß sein. Genau. Dann nach dem Bannerbild, also das ist Titelbild. Und hier hat eben das Abonnieren-Bild. Also ich mache immer gerne das gesamte Video. Ich hätte auch, wenn ich gewollt hätte, es auch am Ende des Videos machen können, aber oder Benutzer definierte Startseite. Aber lieber, um es euch zu vereinfachen, habe ich es halt eben so eingestellt, dass ihr das gesamte Video seht. Total praktisch und auch cool. Allgemeine Informationen.
dann hat eben eure lieben Kommentare. Also ich habe es halt eben so eingestellt, dass ich immer erstmal eure Kommentare immer in dem Bereich Überprüfung ausstehend erstmal dahin machen lasse von YouTube, um zu überprüfen, welche Kommentare mir gefallen und so. Und oder welche Kommentare ich halt eben gut finde. Genau. Also ich finde eure Kommentare gut. In YouTube Analytics habe ich schon, wie schon gezeigt. Dann eben jedes Dashboard. Und dann gibt es natürlich auch hier natürlich die Einstellungen, eben die Währung, Euro, dann Kanal, dann die Keywords, wo ich hier eingefügt habe, erweiterten Einstellungen. Einstellung für Uploads. Man kann YouTube richtig schön individualisieren, ganz wie es einem gefällt. Wie ihr wisst, habe ich auf an. Hätte ich auch aushalten können, aber nee, ich lasse die Kommentare gerne an. Weil ich interessiere mich halt eben für euch, wie ihr meine Videos findet und auch für eure Ideen interessiere ich mich und ja. Genau. Und ich interessiere mich halt eben für euch, wie ihr meine Videos findet und was ihr so für Ideen habt und oder was ich noch besser machen könnte vielleicht noch und so dann da. Oder auch gerne Tipps und Tricks gerne dürft ihr auch gerne mir auch gerne auch schreiben. Zum Beispiel ja dem immer am liebsten ja freundliche Kommentare. Okay, die sind an dem die Berechtigungen und dann die Community und dann an dem Standardeinstellungen halt eben dann die demografischen Informationen Werbung, wobei also ich denke so also ich habe vor auf meinem YouTube-Kanal keine, weil ich vor auf meinem YouTube-Kanal keine Werbung zu machen, weil ich es von mir selber ja auch kenne, wie ich auf Werbung reagiere. Dass ich immer Werbung ja manchmal ziemlich bescheiden finde, um nicht zu sagen blöd finde. Deswegen möchte ich es euch schon ganz gern ersparen, halt eben. Deswegen möchte ich euch von Werbung von YouTube euch ersparen. Genau. So, die Vereinbarungssachen. Nur falls dann irgendwann doch halt eben nötig wird, Werbung haben, sondern Maike, dann denke ich vielleicht drüber nach. Aber solange ich noch
Wie sagt man da? Soll ich noch keine Werbung machen, also mache ich noch keine Werbung schalten, also will also. Also bisher will, also bisher will ich noch keine Werbung schalten. Von daher. Und dabei bleibe ich auch. Also ich will keine Werbung schalten, also bisher jedenfalls. Und dabei bleibe ich auch so, wie ich mich kenne. Läuft. Vereinbarungen. Jo, dann gibt es natürlich auch noch die Audio-Mediathek. Musik, Soundeffekte und markiert. Dann kommen natürlich auch. Auch an dem noch durch Feedback. Dem noch an Google schicken. Schon praktisch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, ciao.